Ja, guten Tag, Herr Professor Giginath. Nach welchen Kriterien prüfen Sie geeignete Angebote und Artikel? Die Prüfung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Arbeitssicherheit. Primär relevant ist, dass das Material die für das Produkt gültigen Normen erfüllt. Eine Herausforderung war die Prüfung der FFP2-Masken, die wir frühzeitig für alle Mitarbeiter mit Patientenkontakten eingeführt hatten. Es wurden Masken ganz verschiedener Anbieter, teilweise auch in kleineren Stückzahlen, erworben und an die Station ausgeliefert. Sie mussten im Rahmen der Corona-Pandemie initial auch nicht nach DIN 149 geprüfte und nicht CE-markierte Masken verwendet werden, zum Beispiel KN95-Masken aus China. Sofern die Echtheit der Zertifikate nicht einwandfrei überprüfbar war, wurden einzelne Maskentypen durch ein externes Prüflabor auf deren Funktion kontrolliert. Im nächsten Schritt lassen wir uns, wenn möglich, Probeexemplare schicken und prüfen selbst den subjektiven Tragekomfort und bestellen dann eine größere Menge, die wir auf den Stationen erproben. Inzwischen haben wir weitere Möglichkeiten zum Testen von Masken etabliert. Die Arbeitssicherheit kann den Dichtsitz mit einem Geschmacksstoff, der als Aerosol zerstäubt wird, überprüfen. Die Krankenhaushygiene hat über ein Drittmittelprojekt ein Maskendichtsitzprüfgerät beschafft, mit dem wir objektiv den Dichtsitz überprüfen können. Wegen schlechter Ergebnisse beim Fit-Test wurde bisher ein in der Verwendung befindlicher Maskentyp wieder aus dem Verkehr gezogen. Und was haben Sie unternommen, wenn es zu wenig Material gab? Ein weiterer schwieriger Kompromiss war die Wiederverwendung von PSA. Teilweise mussten außerhalb von den Corona-Isolierbereichen Schutzkittel wiederverwendet werden. Ebenfalls mussten wir die Wiederverwendung von FFP2-Masken im Rahmen der zulässigen maximalen Gesamttragedauer zulassen. Voraussetzung dafür war, dass die FFP-Masken vor einer äußerlichen Kontamination durch ein Gesichtsvisier oder einen Mund-Nasen-Schutz über der FFP-Maske geschützt sind. Das war aber eine absolute Notlage und die Mitarbeiter haben das sehr gut gemeistert. Inzwischen werden die FFP-Masken wieder als Einmalprodukt verwendet, worüber ich sehr froh bin.